HoloLens 2 erhalten Sie in einer praktischen Tragetasche. Darin befinden sich neben einer Schnellstartanleitung ein USB-C-Kabel sowie ein Quick-Charge-fähiger Power-Adapter, mit dem Sie Ihre HoloLens innerhalb von 30 Minuten von 0 auf 80% aufladen können. Optional verfügt die HoloLens 2 zudem über ein Kopfband sowie ein austauschbares magnetisches Browpad. Über den USB-C-Anschluss können Sie gängige Peripherie sowie externe Lademöglichkeiten anschließen. Während der Ersteinrichtung durchlaufen Sie einen geführten Einrichtungsassistenten. Dieser macht Sie zunächst mit der grundlegenden Bedienung der HoloLens 2 vertraut. Neben der natürlichen Handinteraktion ist auch eine Bedienung mittels Sprache oder externen Eingabegeräten möglich. Anschließend muss das Gerät auf Ihre Augen kalibriert werden, womit nicht nur die Darstellungsqualität, sondern auch die Genauigkeit des Augentrackers verbessert wird. Bevor Sie sich dann mit Ihrem Konto anmelden können, müssen Sie zunächst per Wi-Fi eine Verbindung mit dem offenen Internet herstellen. Alternativ können Sie dazu auch über den USB-C-Port ein externes Ethernet- oder LTE-Gerät anschließen. Die HoloLens 2 ist ein mobiles Endgerät, welches primär für den Einsatz im Unternehmenskontext entwickelt wurde. Während der Ersteinrichtung haben Sie die Wahl, entweder ein Arbeitskonto oder einen privaten Microsoft-Account zu verwenden. Wir empfehlen Ihnen zunächst, die HoloLens 2 als persönliches Gerät aufzusetzen, damit Sie sowohl den vollen Zugriff auf den Store und damit alle Anwendungen, als auch die Evaluierung Ihrer eigenen Inhalte ermöglichen können. Sobald Sie bereit sind, die HoloLens 2 im Unternehmenskontext einzusetzen, vergewissern Sie sich zunächst bei Ihrer IT-Abteilung, dass diese ein cloud-gestütztes Enrollment-Verfahren für Windows 10-Geräte unterstützt. Anschließend können Sie die HoloLens 2 über die Systemeinstellungen auf Werkszustand zurücksetzen. Der Einrichtungsassistent erlaubt Ihnen dann die Einrichtung der HoloLens 2 als Unternehmensgerät durch die Verwendung des Arbeitskontos. Wie Sie die HoloLens 2 im Unternehmenskontext verwalten können, erfahren Sie im nächsten Teil dieser Videoserie.